Ja, auch von mir herzlich willkommen heute Abend zur ersten Veranstaltung des Verein Gedenkdienst in der Reihe Gedenken in diesem Wintersemester 2020/21. Es freut uns als Verein und als Reihenorganisatoren sehr, dass wir es geschafft haben, wieder mal eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Eigentlich wollten wir dieses Programm schon im Sommersemester machen, aber irgendein Technik. Ah. Aber Corona hat das leider verhindert und darum freut es uns noch mehr, dass wir es heute schaffen, zu starten. Der Themenschwerpunkt dieses Semesters der Veranstaltungsreihe heißt Roma, Romnia, Sintize in Geschichte und Gegenwart. Warum haben wir das Thema gewählt? Roma und Romnia und Sinti und Sintize leben seit Jahrhunderten in Europa, doch mindestens genauso lange sind sie auch Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Auch in Österreich sind Ressentiments gegen diese Bevölkerungsgruppe in Teilen der Gesellschaft weit verbreitet und eine kritische Auseinandersetzung mit den vorhandenen Vorurteilen und dessen Folgen kommt häufig zu kurz. Und deshalb möchten wir uns in diesem Semester mit historischen und aktuellen Formen von Ausgrenzung und Verfolgung von Sinti und Roma und Romnia beschäftigen. Und das ist die Auftaktveranstaltung. Es folgen drei weitere Veranstaltungen zu dem Thema, die sich mit den Nachwirkungen nach 45 auseinandersetzen, mit heutigen Formen von Antizyganismus und so hoffentlich ein Zeitzeugengespräch im Jänner auch noch stattfinden soll. Und wir freuen uns sehr, wenn das trotz Corona alles über die Bühne gehen kann. Die Veranstaltungen, drei anderen Veranstaltungen finden dann im Depot statt. Also, und Informationen dazu finden Sie auch auf diesen Foldern, die ich ein paar liegen eh bei, oder auch im Newsletter des Vereins, wo man sich auch gerne eintragen kann, oder auf der Homepage oder auf Facebook. Kurz auch, was ist die Reihe Gedenken? Gedenken ist eine Veranstaltungsreihe eben des Verein Gedenkdienst in Kooperation mit dem Mauthausen-Komitee Österreich, die während des akademischen Semesters in der Regel monatlich stattfindende Veranstaltungen organisiert. Es geht hier um Vorträge, Podiumsdiskussionen, Gespräche mit Zeitzeuginnen, immer zu einem bestimmten Themenschwerpunkt. Und wir verstehen uns dabei als einen Beitrag zu einer lebendigen Diskussions- und Gedächtnis- und Erinnerungskultur und wollen das als Raum bieten für Diskussion und Reflexion über ein Thema. Und die Veranstaltungen sind eben auch darum gratis und stehen allen Interessierten offen. Wer ist der Verein Gedenkdienst? Für alle, die uns vielleicht nicht kennen, es ist eine politische, unabhängige und überkonfessionelle Organisation, die sich mit Ursachen und Folgen des Nationalsozialismus auseinandersetzt. Das wesentliche Ziel des Vereins ist, geschichts- und gesellschaftspolitische Aufklärungsarbeit und Gedenkarbeit zu leisten. Und das passiert eben über Veranstaltungen wie diese, über Veranstaltungsreihen, aber vor allem auch über einen freiwilligen Dienst an Holocaust-Gedenkstätten und Museen, für den man sich auch jetzt wieder bewerben kann. Also wenn jemand Bekannte hat oder Verwandte, die sich für sowas interessieren, dann gerne auch beim Verein vorbeischauen und einen spannenden Auslandsdienst machen. Aber jetzt zur heutigen Veranstaltung. Es freut mich sehr, dass wir eine spannende Buchpräsentation heute machen können, und zwar von dem Buch, was Sie hier sehen, Gerhard Baumgartner, Herbert Prettl, Einfach weg, verschwundene Roma-Siedlungen im Burgenland. Eine Veranstaltung in Kooperation noch mit dem Institut für Zeitgeschichte und dem Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte der Universität Wien. Und ich möchte jetzt einen der beiden Autoren herzlich begrüßen und vielen Dank, dass Sie heute Abend hergekommen sind und das interessante Buch vorstellen. Gerhard Baumgartner, er ist Historiker und wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, Gründungsmitglied der Burgenländischen Forschungsgesellschaft. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem ethnische und religiöse Minderheiten in Mittel- und Osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, österreichische Minderheitenpolitik nach 1945, also jemand, der sich mit dem Thema sehr gut auskennt. Und er hat gemeinsam mit dem Historiker Herbert Prettl eben dieses Buch geschrieben. Und es ist ein umfangreiches Nachschlagewerk. Ich konnte schon hineinsehen, dass sich mit Vor- und Nachgeschichte und dem Verschwinden von Roma-Siedlungen beschäftigt. Und ich bin jetzt sehr gespannt über die Inhalte zum Buch und wie es zum Buch gekommen ist, und würde gerne das Wort an Sie übergeben. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für erstens die Einladung, zweitens die sehr nette und ausführliche Einbegrüßung. Ich würde auch gerne zum Beginn noch ein Dankeswort aussprechen. Das ist nämlich die
Leiterin jenes Vereines hier, der als Träger für dieses Projekt fungiert hat, Internationale Kanzlei für Wissenschaft und Kultur. Das ist die Frau Eva Müllner, die hier rechts vom Eingang sitzt und gleich daneben links flankierend vom Eingang einen der Gründer und Leiter des Verlages New Academic Press, Peter Sachatschenko, beides alte Freunde, bei dem ich mich wirklich bedanken muss, dass sie so ein gewichtiges, wuchtiges, teures, schweres und wahnsinnig schönes Buch für uns produziert haben. Herzlichen Dank noch einmal für die Unterstützung an beide. Ja, zum Buch. Ich würde vielleicht mit der Genese des Buches beginnen. Herbert Brettl und ich, wir haben seit vielen, vielen Jahren an diesem Thema der Verfolgung der burgenländischen Roma gearbeitet, intensiver dann im Rahmen der Historikerkommission. Wir haben auch da schon fast die Idee geboren, dass wir irgendwann einmal ein Buch dazu machen werden, weil wir gesehen haben, dass es da ganz große Forschungslücken gibt. Zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, dass vor 1938 auf dem Gebiet von Österreich ungefähr 12.000 Roma und Sinti leben. Der Großteil davon, ich würde sagen ungefähr 9.000, das waren im Burgenland angesiedelte Roma, überlebt haben davon knapp 10%. Ja? Die nationalsozialistische Verfolgung. Das ist sozusagen die Bilanz. Und wir haben versucht, das zu rekonstruieren im Zuge der Historikerkommission, auch danach noch ein zweites Projekt, eine Datenbank der Opfer unter den Roma und Sinti. Die ist leider niemals ganz fertig geworden aus verschiedensten Gründen der Finanzierung. Es gibt aber auch einen wirklich schwerwiegenden historischen Grund. Für die größte Deportation von 5007 Personen gibt es so gut wie keine Dokumente. Also man kann das nur ganz schwer über Umwege rekonstruieren. 5007 hauptsächlich Burgenländer wurden 41 zuerst nach Lodz in Polen, also Łódź, deportiert, kamen dort in ein Ghetto, in ein jüdisches Ghetto und wurden 2 Monate später eigentlich 100 Kilometer weiter nördlich vergast und liegen in einem riesigen Massengrab, das zweitgrößte Massengrab österreichischer Opfer überhaupt aus dieser Zeit. Und seit 2 Jahren gibt es dort auch einen Gedenkstein. Also im Zuge dieser Arbeit haben wir dann auch festgestellt, dass es im Burgenland eben bis 1938 sehr große Roma-Siedlungen gegeben hat, die es aber sehr schwierig ist zu rekonstruieren. Jetzt muss ich dazu sagen, das Problem ist hier, dass viele dieser Roma-Siedlungen auf Gemeindegrund erbaut wurden im 19. Jahrhundert, wo sozusagen die Grundfläche das Grundstück der Gemeinde gehört hat, die Häuser aber von den Personen, die sie errichtet haben, also die hatten da eine Genehmigung zur Errichtung. Das wäre eine Möglichkeit, es gäbe eine juristische Möglichkeit, das abzusichern mit einem sogenannten Superedifikat, wie das so schön heißt. Das kann man im Grundbuch eintragen lassen. Das werden die meisten Roma, von denen viele Analphabeten waren, weil sie eigentlich Landarbeiter waren im weitesten Sinne, nicht gewusst haben und haben das daher auch nicht getan, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also ich kenne 2 Fälle im ganzen Burgenland. Und die Gemeinden waren nicht daran interessiert, diese Häuser eintragen zu lassen, denn wer lässt sich schon ein fremdes Haus auf dem eigenen Grundstück auf eigene Kosten ins Grundbuch schreiben? Also niemand. Diese Siedlungen wurden nach der Deportation ihrer Bewohner fast ausnahmslos zerstört. Und interessanterweise, und nach dem Krieg, die wenigen Überlebenden haben dafür auch keine Entschädigung bekommen. Denn wie beweisen sie, dass ihr Haus zerstört worden ist? Indem sie einen Grundbuchsauszug bringen und sagen, bitte, da war ein Haus. Das gab es aber nicht, also gab es auch keine Entschädigung. Interessanterweise gibt es aber bis heute von sehr vielen dieser Siedlungen Fotos. Also wir können zeigen, wie diese Siedlungen ausgesehen haben und das war unser Ausgangspunkt. Und nun haben wir begonnen und haben gesagt, das wäre doch einmal was. Wir versuchen, diese Siedlungen zu rekonstruieren. Das Ergebnis ist dieses Buch. Sie sehen, also wir haben versucht, 120 zu rekonstruieren. Bei ein paar ist es nicht geglückt.
Es sind dann 116 geworden, die Sie da in diesem Buch lesen können. Sie haben dort zuerst einmal ein Einleitungskapitel zur Frage der Genese dieser Siedlungen. Und da muss man zuerst einmal sagen, ganz wichtig ist, sich vor Augen zu halten, dass ein Großteil der zentraleuropäischen Roma ab dem 18. Jahrhundert nachweislich nicht mehr wandernd ist. Das heißt, das sind eigentlich sesshafte Personen zum Großteil. Im 19. Jahrhundert dann auf alle Fälle. Im 19. Jahrhundert sehen wir schon in den ungarischen Volkszählungen, dass nur noch 7% der Roma-Bevölkerung überhaupt so etwas wie einen unsteten Lebenswandel, wie das so schön heißt, also herumziehend sind. Alle anderen sind sesshaft oder saisonal wandernd, aber eigentlich nicht, entsprechen nicht diesem Klischee, das sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert über Roma herausbildet. Wir haben es mit einer sesshaften Bevölkerung von großteils Landarbeitern zu tun, die Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann diese relativ großen Siedlungen auch manchmal bauen. Wenn Sie ins Buch hineinschmökern, dann werden Sie bei den einzelnen Orten sehen, dass die Fluktuation der Bevölkerung sehr groß ist. Das konnten wir nicht so gut klären. Einer der wesentlichen Gründe dafür dürfte sein, dass schon ab dem 19. Jahrhundert große Teile der Bevölkerung, wie überhaupt der burgenländischen Bevölkerung, damals gehörte das Land ja noch zu Ungarn, nach Österreich geht, um zu arbeiten. Und immer wenn in Österreich dann eine Wirtschaftskrise ausbricht, dann werden die Ausländer, die jetzt arbeitslos sind, in ihre Heimatgemeinden abgeschoben, also über die Grenze zurück. Und das können wir relativ gut verfolgen. Also im späten 19. Jahrhundert gibt es in der Steiermark eine riesige, schwere Krise. Da werden ganz viele Arbeiter wieder arbeitslos und dann werden sie über die Grenze nach Ungarn abgeschoben und siedeln sich dann meistens in grenznahen Orten, also der Grenze zur Steiermark an und beginnen dann sehr schnell wieder legal oder illegal in die österreichische Reichshälfte hinüberzuwandern. Und das Zweite trifft auch für die Zwischenkriegszeit zu. Das, was wir am besten kennen, auch aus der Fotogeschichte, ist eben die Situation der 30er Jahre. Und das ist eigentlich schon etwas verzerrend, die Zeit, in denen es den burgenländischen Roma am schlechtesten gegangen ist. Warum ist das so? Nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise kommen sehr viele Arbeitslose, genau dasselbe Modell wieder, die in den Städten und Industriegebieten waren. Wenn sie arbeitslos werden und dann ausgesteuert, wie es so schön heißt, also sie bekommen keine Arbeitslose mehr, gehen die dann ins Burgenland sehr oft zurück. Nicht in die Steiermark und nicht nach Niederösterreich. Und das hat einen bestimmten Grund, der ist im Erbrecht zu suchen. Das Burgenland als ehemalig ungarisches Gebiet hat beim Anschluss an Österreich zwei Dinge behalten, nämlich das ungarische Erbrecht und das ungarische Schulrecht. Das Schulrecht ist jetzt hier nicht so relevant, aber das Erbrecht schon. In Österreich erben in der Regel in bäuerlichen Gebieten der älteste Sohn und die anderen Geschwister müssen als sogenannte weichende Kinder den Ort verlassen, gehen als Knechte oder werden eben später Arbeiter und ziehen in die Großstädte. Das ist im Burgenland völlig anders. Hier herrscht ein Erbrecht, nach dem alle Kinder zu gleichen Teilen erben. Und sehr oft werden die Grundstücke auch dann aufgeteilt, jeder Acker in vier Streifen. Das resultiert dann in, das kennen Sie vielleicht, in der sogenannten Hosenriemenflur, also Äcker, die 400 Meter lang sind, aber nur 3-4 Meter breit. Ich besitze so einen Weingarten, der ist 2,80 Meter breit und ungefähr 460 Meter lang. Steht eine Reihe Wein steht da drauf. Das ist natürlich völlig impraktikabel für die Landwirtschaft. Auch dort bleibt ein Bruder oder eine Schwester zu Hause und führt die Landwirtschaft weiter. Aber die Arbeitslosen, die Ausgesteuerten, erinnern sich jetzt und sagen, naja,
Ich bin ja da noch Mitbesitzer. Ja? Und die ziehen dann zu ihren, auf die heimischen Bauernhöfe zurück und beginnen in der Familie wieder mitzuarbeiten, was man ihnen schlecht verwehren kann, weil sie ja Mitbesitzer sind. Und die verdrängen die lokalen Arbeiter, die durch Erntearbeit im Sommer, und das waren hauptsächlich die Roma, ihren Lebensunterhalt verdient haben. Ja? Und die beginnen eigentlich de facto zu verhungern. Also ein guter Indikator ist Kindersterblichkeit. Ja? Und die Kindersterblichkeit liegt in manchen dieser größeren Roma-Siedlungen, im Burgenland haben wir uns das angeschaut, bei über 50%. Ja? Also die Kindersterblichkeit liegt heute bei 4 Promille, also 4 von 1000 Kindern sterben heute in den ersten beiden Lebensjahren. Es war, das muss man auch dazu sagen, in der Zwischenkriegszeit auch in Österreich noch über 10%. Ja? Die Kindersterblichkeit war noch immer wahnsinnig hoch, aber dort ist sie über 50%. Ja? Also jedes zweite Kind stirbt. Und das ist sozusagen, Sie sehen dann eine riesige soziale eigentlich Katastrophe, die sich dort anbahnt. Das Hauptproblem ist, dass die kleinen Gemeinden, und das sind ja oft kleine Gemeinden, für ihre Armen zuständig sind. Es gibt null Sozialgesetzgebung. Ja? Also müssten jetzt diese kleinen Bauerndörfer für ihre völlig verarmte Roma-Bevölkerung, die zum Teil 10, 20, 30, aber manchmal auch 50% ausmacht, sozusagen für Ernährung sorgen, Schulgeld bezahlen etc. Und da beginnt das erste Mal so etwas wie eine politische Bewegung, wie kann man sich dieser sogenannten Zigeuner entledigen, die Zigeunerfrage der Zwischenkriegszeit. Noch die demokratischen Parteien halten hier eine Konferenz ab, 1933 in Oberwart, und da wird bereits alles diskutiert, was später den Nationalsozialisten verwirklichen werden. Ja, einsperren ins Arbeitshaus, ein Indianerreservat nach amerikanischem Vorbild, ja, Deportation auf eine Insel im Stillen Ozean, ja, das wird da alles, und der damalige Landeshauptmann eröffnet seine Rede mit den Worten: Nachdem man sie ja nicht umbringen kann, ja, müsste man halt irgendeine Lösung finden. Aber Sie sehen, es ist auch wenn negativ formuliert, die Fantasie ist schon im Raum. Und da setzen sich dann die Nazis drauf mit ihrer rassistischen Politik. Und das zieht natürlich auch. Also das wird dann die Kernfrage, das Burgenland zigeunerfrei, ist dann eigentlich die Hauptparole der legalen und später illegalen NSDAP im Burgenland. So. Warum haben wir so viele Fotos aus dieser Zeit? Wir haben so viele Fotos aus dieser Zeit, weil die österreichische Polizei in der Zwischenkriegszeit wahnsinnig viel fotografiert hat. Das ist nicht so sehr erstaunlich und hat etwas mit der Entwicklung der Polizeiarbeit zu tun. Wenn man sich mit den sogenannten Zigeunern beschäftigte als Polizist, dann hatte man gute Chancen, international Karriere zu machen. Denn das war einer der Hauptschwerpunkte der Interpol. Die Interpol wird 1924 in Wien gegründet von unserem Polizeipräsidenten, Innenminister etc. Schober. Ja? Schober ist der Gründer der Interpol, die hier aus der Taufe gehoben wird, und die beschäftigt sich mit zwei Themen vorrangig. Das eine ist Mädchenhandel mit schwerst antisemitischen Untertönen. Ja. Und das zweite zentrale Thema ist die Zigeunerfrage. Ja. Da hat man so diese Idee, die stammt aus dem Ersten Weltkrieg, bei denen weiß man ja nicht, sind das gute Staatsbürger, die wandern da hin und her, wer sind die etc. Und hier führt man die neuesten Methoden ein, und das sind Fingerabdrücke und Fotografie. Ja. Und wenn Sie als Polizist eine Karriere machen wollen, dann zahlt es sich immer aus, wenn Sie sich damit beschäftigen. Sie werden das im Buch auch sehen. Es werden, und in Burgenland gibt es eben viele Roma, also beginnen viele Polizisten dort zu fotografieren, also die fotografisch zu dokumentieren, und die schicken diese Bilder dann auch zu internationalen Polizeiausstellungen, 1926 nach Berlin etc. Und sie arbeiten also mit den modernsten Methoden, ja, wie Fingerabdrücke und Fotografie. Sie sind mit Kollegen international im Austausch. Es ist eine Karriereleiter. Ja.
Und das publiziert man dann auch in Fachzeitschriften der Polizei oder der Kriminalpolizei. Wir haben ein paar von denen da, ein paar Seiten haben wir da im Buch wiedergegeben. Und aus dieser Sammlung der burgenländischen Polizei hat sich im burgenländischen Landesarchiv eine einmalige Sammlung von Polizeifotos, mehreren hundert Polizeifotos erhalten. Die zeigen jetzt natürlich nicht das Leben der Roma. Ja? Also die Intention der Fotografen ist es hier nicht, ein ungeschminktes Bild der Wirklichkeit zu geben, sondern es geht darum, eigentlich eine sehr vorurteilsbehaftete Darstellung der Roma zu liefern, vor allem als Kriminelle. Ja? Sie werden als Kriminelle dargestellt und sie werden außerdem in einer Tradition dargestellt, die in der Romantik beginnt und für das 20. Jahrhundert eigentlich dann entscheidend wird. Ja? Nämlich die Roma als die letzten Wilden Europas. Ja? Die sind eigentlich nicht ganz zivilisiert, die haben dieses wilde, ausschweifende Sexualleben, so fantasiert man, also man projiziert alle diese Sehnsüchte des Bürgertums in die angeblich völlig freien Naturmenschen, die da in Osteuropa leben. Ja? Und diese beiden Aspekte versucht man in dieser Polizeifotografie darzustellen. Die sind nicht wie wir. Ja? Sehr oft bezahlt man auch Frauen, dass sie sich oben ohne fotografieren lassen. Ja? Und potenzielle Kriminelle. Es gibt ganz viele Fotos von Ausweiskontrollen, von Razzien, ja, wirklich hieß damals auch schon so, Razzien in diesen Roma-Siedlungen. Und wenn Sie da hineinschauen, die Fotos erkennt man auch daran, dass die Bewohner der Häuser meistens vor dem Haus aufgestellt sind, in einer Reihe. Ja. Die Polizei wollte einfach auch sehen, wer wohnt in welchem Haus. Ja. Also die Einwohner stellen sich dann vor dem Gebäude auf, dann wird das fotografiert. Ja. Und wenn Sie genauer hinschauen, dann sehen Sie irgendwo an der Ecke meistens auch noch einen Polizisten auf diesen Fotos, ja, auf ganz vielen von ihnen. Das ist die eine Quelle. Die andere Quelle stammt von privaten Fotografen. Hier ist vor allem eine Person zu nennen, Alfred Ruhmann. Alfred Ruhmann kommt aus wahrscheinlich der größten industriellen Familie der Steiermark, denen, ich glaube, in der Zwischenkriegszeit so fast die gesamte österreichische Papierindustrie oder zumindest die Papiermühlen gehören. Die Gebrüder Ruhmann sind drei Brüder und die sind alle sehr kunstsinnig und Alfred Ruhmann fotografiert. Fotografiert sehr gut, hat mehrere Themen. Das eine ist die Grazer High Society, ja, aber auch Wien, aber hauptsächlich Graz. Politik, Kunst etc. Und Events in der High Society der Zwischenkriegszeit und das andere sind Roma. Und er bereist mit seiner späteren Ehefrau, aber damals noch, glaube ich, also Mitarbeiterin, Martha Trieber, das Burgenland und Westungarn und fertigt eine riesige Masse an Fotos an. Es sind fast 1000 Stück, die in diesen Roma-Siedlungen aufgenommen werden. Und Sie können sich daran erkennen, dass der Zugang ein wesentlich anderer ist. Ja? Also Porträtfotos zeigen Individuen, ja? In ihrer Würde auch, als Menschen. Der Unterschied ist so wahnsinnig stark. Ja? Kinder, ganz viele Kinderfotos, herzzerreißend. Ja? Und man sieht auch ihn oft, ja? Interagierend mit seinen Fotosujets. Es sind ungefähr 40 Fotos aus seiner Sammlung. Die Sammlung hatte eine eigentümliche Geschichte. Wir haben sie entdeckt auf einem, muss man sagen, auf einem Ball, auf einem Roma-Ball. Vor vielen, vielen Jahren kamen wir ins Gespräch mit einer Person, die gesagt hat, mein Bruder hat ganz, ganz viele Zigeunerfotos in Tirol. Ja? Und dann hat sich herausgestellt, Alfred Ruhmann, dieser Fotograf, der als Halbjude galt, flüchtet 1938 mit seinen Brüdern nach Jugoslawien, überlebt auch den Krieg, stirbt aber 1945 an Krebs. Und seine Witwe ist dann, glaube ich, zuerst in die Schweiz übersiedelt und hat sich schließlich in Kufstein in Kitzbühel niedergelassen.
sie hatten keine Kinder und als sie stirbt, vererbt sie das Haus ihrer Haushälterin. Und da kommen zwar noch die Verwandten und nehmen viele Dinge mit, also Einrichtungsgegenstände etc., aber im Keller unten gibt es eine Kiste mit den Fotos von Alfred Ruhmann, die dann sozusagen 60 Jahre niemand anschaut. Und der Mann der Tochter dieser Haushälterin, ein Lehrer aus Kitzbühel, entdeckt das und öffnet das und hat diese Fotos sozusagen gerettet, erkennt das auch, worum es sich da handelt und hat sie schlussendlich dann auch erstens uns zur Verfügung gestellt und auch dem Steiermärkischen Landesarchiv, also übergeben, wo sie jetzt alle eingescannt sind und nächstes Jahr im Frühjahr eine Ausstellung über Alfred Ruhmann stattfinden wird, über seine Fotos da als Society-Fotograf und als Roma-Fotograf und Mitglied dieser sehr kunstsinnigen Familie. Also das ist die zweite große Quelle, die wir hier eigentlich haben. Jetzt sage ich noch kurz etwas zur Struktur des Buches. Wir haben versucht, 120 Orte zu recherchieren. Wir haben immer versucht, die Ansiedlung, die Erstansiedlung irgendwie zu eruieren. Nein, ich leide an einer leichten Stauballergie. Ja, das wird gleich wieder weg sein. Aber nicht geputzt. Deswegen gibt es immer ein Kapitel, das heißt Ansiedlung, und Sie werden dann sehen, für ganz, ganz viele Orte kann man schon eine Ansiedlung unter Maria Theresia nachweisen, wo einzelne Familien, damals ganz zielgerichtete Roma-Familien, als Schmiede in den einzelnen Dörfern angesiedelt werden. Die kriegen auch ein Haus, die kriegen auch Grundstücke, und diese Familien werden auch von der Ortsbevölkerung in der Zwischenkriegszeit anders behandelt. Ja, die werden zum Teil auch verteidigt. Ja, wir haben so einen Fall, wo man einen dieser Schmiede deportieren will und wo dann die Bauern sagen, nein, 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 also den können Sie nicht mitnehmen, das ist unser Schmied. Und der bleibt doch da. Ja. Während sein Schwager, der nur ein Landarbeiter ist, wirklich nach Auschwitz deportiert wird mit der Familie und die kommen alle um. Ja. Also das ist auch so ein Lehrstück hier, dass Deportation und Abschiebung und Verschleppung eigentlich nur immer funktioniert, wenn die anderen zuschauen. Ja? Also immer nur mit Duldung der umgebenden Bevölkerung, sogar im Nationalsozialismus. Ja? Es gibt also dieses Kapitel, das uns zeigt, wie weit das zurückreicht. Die allererste Urkunde, die Roma betrifft eigentlich im Burgenland, ist eine Urkunde, die etwas mit der Ansiedlung der Kroaten zu tun hat, ja, aus den 1530er Jahren, also im frühen 16. Jahrhundert, die ersten Kroatenzüge, die die Grafen Bortjani, denen eigentlich damals das ganze Südburgenland gehört, organisieren, werden von einem Mann namens Zigan angeführt. Ja. Und im 16. Jahrhundert heißt man nicht Zigan, wenn man kein Zigan ist. Ja. Und wenn man Horvat heißt, ist man ein Kroate, und wenn man Ungar heißt, dann ist man ein Ungar. Ja. Wenn man Nemat heißt, ist man ein Deutscher. Also wir können annehmen, das ist der erste Beleg in der Gegend. Und dann gibt es auch schon ein Ansiedlungsdekret im 17. Jahrhundert für eine größere Gruppe von Roma im südlichen Burgenland 1674. Ja, aber im 18. Jahrhundert, Mitte des 18. Jahrhunderts, können wir dann in den einzelnen Dörfern schon nachweisen, die Personen, die Familien, meistens mit den Kindern, auch die Namen etc. Und das zieht sich so herauf und das haben wir versucht zu rekonstruieren. Das zweite Kapitel heißt Zwischenkriegszeit und geht ein wenig auf die Verhältnisse im Ort ein und wie das in der Zwischenkriegszeit ausgesehen hat, auch die numerischen Verhältnisse. Dann kommt Nationalsozialismus, also die Verfolgungssituation. Hier können wir eigentlich sagen, bei der Verfolgung der burgenländischen Roma sehen wir eines, sofort nach dem Anschluss lokale Zwangsarbeit. Die werden sofort verpflichtet, entweder beim Straßenbau, bei der Bachregulierung für die Gemeinden Zwangsarbeit zu leisten und oder gleich dann bei großen Bauprojekten in der Steiermark, in Oberösterreich, in Niederösterreich, also in den Alpen meistens. Ja. Wasserbau, also Dämme, Flussregulierung und Straßenbau, ja, in Zwangsarbeitslagern.
Und dann kommt schon 39, kommen die ersten großen Deportationen als Zwangsarbeiter in die neu errichteten Konzentrationslager, Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Ravensbrück. Da werden schon Tausende oder über 1000 Personen deportiert. 41 dann dieser Versuch oder diese große Deportation von 5007 Personen eben nach Lodz. Und weil dort Typhus ausbricht, werden sie sofort getötet. Und dann 43 die Deportationen nach Auschwitz. Und es gibt, wie gesagt, ungefähr 10% Überlebende. Erstaunlich ist zweierlei, und damit würde ich Schluss machen. Wir haben noch auch ein kurzes Nachkriegskapitel meistens dabei, damit man sieht, wer hat überlebt, ist wer zurückgekommen, sind Leute geblieben, etc. Erstaunlicherweise gab es eine ganze Reihe von Personen, die in die Wehrmacht eingezogen wurden als Roma. Das waren eben vor allem burgenländische Roma, die, sagen wir, in der Steiermark gearbeitet haben oder in Niederösterreich, wo sie nicht als Zigeuner registriert waren. Ja? Daher wurden sie auch nicht als solche behandelt. Sie wurden ganz normal eingezogen und haben auch in der Wehrmacht Dienst getan. Ein ganz exzeptioneller Fall. Es gibt einen, bis jetzt der einzige Fall, glaube ich, überhaupt, einen burgenländischen Rom, der in Frankreich ist, als Soldat, Heimaturlaub, kommt in seine Heimatgemeinde, sieht, dass sein Bruder und seine Familie deportiert wurde gerade, kehrt sofort zur Truppe nach Frankreich zurück, desertiert, geht nach Südfrankreich, geht zur Fremdenlegion und schließt sich nachher, also tritt der französischen Armee dann bei und kommt als Befreier mit den französischen Truppen dann wieder nach Vorarlberg. Es gibt unter den jüdischen Österreichern, den vertriebenen jüdischen Österreichern, gibt es eine ganze Menge von Personen, die als Freiwillige in den alliierten Armeen gedient haben. Dieser eine, Stefan Horvath, ist bis jetzt die einzig bekannte Person, eigentlich, glaube ich, soweit ich das überblicke, die Literatur, die überhaupt als Mitglied der alliierten Armeen, ja, als ein Rom oder Sinti, sozusagen aktiv mit der Waffe in der Hand gegen hier den Faschismus gekämpft hat, soweit das nachweisbar ist. Und eine zweite Sache, die ähnlich gelagert ist, manche Familien 1938 flüchten aus dem Burgenland eben in die westlichen Bundesländer, ja, und verdingen sich dort auf Bauernhöfen als Landarbeiter, und weil sie eben nicht als Roma registriert sind, passiert ihnen überhaupt nichts. Ja. Die überleben die ganze Zeit dort. Gut, das letzte Kapitel hier sozusagen ist, dass die Verfolgung kaum anerkannt wird, dass es Jahre und Jahrzehnte dauert, bis es verschiedenste sogenannte Wiedergutmachungsleistungen gibt oder nicht gibt. Das ist ein Canossagang, den die Überlebenden hier gehen müssen, muss man schon sagen. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel, dann können Sie sich das vorstellen. Der Großteil der burgenländischen Roma, der in der Zwischenkriegszeit entweder nicht in die Schule ging, weil die Gemeinden das nicht wollten, der in der Nazizeit Schulverbot hatte, die waren fast alle in der Nachkriegszeit mehr oder minder Analphabeten. Es gab wenige Leute, die relativ gut lesen und schreiben konnten. Fast alle, der Großteil waren Analphabeten. Ja. Das österreichische Opferfürsorgegesetz wurde nach 1945 in 60 Jahren 67 Mal geändert, ja? Also novelliert. Ja? Die Fristen, die Anspruchsberechtigung, es war ein völlig undurchsichtiges Wirrwarr, ja? Und die hatten so gut wie keine Chance. Die bekommen auch nichts, bis es nicht einen beherzten Wiener Anwalt gibt, einen Herrn Szymanski. Der Name wird den Älteren unter Ihnen etwas sagen. Es gab einmal im österreichischen Innenministerium einen Sektionschef Szymanski. Ja, genau. Und das war sein Vater. Das war sein Vater. Ja. Und der beginnt dann mit dem Moped, fährt er durchs Burgenland, und der beginnt diese Roma zu vertreten. Der macht Einsprüche gegen irgendwelche Bescheide, und ab da gibt es dann Geld, und wir sehen dann dass mit 20-jähriger Verspätung ungefähr dann die ersten Entschädigungen, die Haftentschädigungen ausbezahlt werden etc. Und ab da geht es den Roma dann in Burgenland auch wieder besser, und es etablieren sich
einige wenige Siedlungen, die es schon in der Zwischenkriegszeit gegeben hat, wie zum Beispiel Oberwart, berühmt, berüchtigt, wo dann später das Bombenattentat stattfinden wird, wo aber auch der allererste Roma-Verein Österreichs gegründet wird, 89, ja, also wo auch der Beginn der österreichischen Roma-Bewegung zu suchen ist. Und diese wichtigen Meilensteine der Roma-Geschichte der Nachkriegszeit haben wir auch noch versucht, vor Ort zu lokalisieren. Und wenn es Gemeinden gegeben hat unter den 120, die bereit waren, auch ein Denkmal für ihre ermordeten Roma-Opfer aufzustellen, dann haben wir das dort auch noch erwähnt und meistens auch noch mit einem Foto gezeigt. Es sind aber nur 11 insgesamt. Ja? So, jetzt bleibe ich hier mal stehen. Danke. Ja, vielen Dank für diese, so ich hoffe, dass, ja. Vielen Dank für diese sehr spannenden Ausführungen zu dem Buch. Also was ich nämlich auch sagen muss, ich habe mir das schon angesehen und ich finde die Struktur in den Kapiteln zu den einzelnen Siedlungen extrem angenehm, auch zum Lesen und zum Arbeiten, wo man Ansiedlung, Zwischenkriegszeit, Nationalsozialismus und Nachkriegszeit hat, weil es einfach einen schönen Bogen spannt, wo man sich einfach wirklich die Geschichte in dem ganzen Zeithorizont anschauen kann. Also vielen Dank dafür, weil das sehr anschaulich auch die Geschichte näher bringt mit dieser sehr logischen Struktur. Das heißt, das Burgenland, es gab auch, also um auf diese Entschädigungsfrage anzuschließen, es gab auch keine Lokalinitiativen auch der burgenländischen Landesregierung hier irgendwie den Roma entgegenzukommen. Also, nein. Ganz, also in den ersten Nachkriegsjahren, meine ich. Ja, oder später. Nein, das wurde ganz im Gegenteil. Also es gab auch einige Gemeinden, die wirklich mit den billigsten Tricks dann noch versucht haben, sich das Eigentum, wo es Grundstückseigentum gegeben hat, sich dieses Grundstückseigentum anzueignen. Ja? Wenn Sie das lesen, wir haben ja zu diesen 4 Kapiteln in jedem Ort auch noch sozusagen Originalzitate hineingegeben, also Fallstudien aus dem Ort, und haben versucht, das so zu verteilen, dass die Geschichten über das Burgenland hinweg eine Bandbreite von verschiedenen Themen abdecken. Ja? Also es gibt eben diese Versuche, sich nachträglich noch von einer Gemeinde das Eigentum anzueignen. Ja? Es gibt eine typische Geschichte, wo in einem kleinen Ort, wo heute keine Roma mehr leben, in den 70er Jahren ein Sportplatz von der Gemeinde vergrößert wird. Und dann kommt man drauf, Opa, das ist eben so eine Gemeinde, wo unter Maria Theresia mehrere Familien angesiedelt wurden mit Grundstückseigentum. Da stehen im Grundbuch ja noch andere Eigentümer. Ja? Aber man weiß jetzt überhaupt nicht, wer, da lebt niemand mehr. Es ist überhaupt keine Ahnung, wer könnte das sein. Ja? Und dann wird zum ersten Mal sozusagen eine Verlassenschaft durchgeführt von Amts wegen, und dann stellt sich heraus, dass es im Nachbarort eine Frau gibt, die ist die einzige Verwandte all dieser verschiedenen Familien aus dem Ort und die erbt alle diese Grundstücke. Die wohnt genau 3 Kilometer weiter, die hatte keine Ahnung, dass es dort Grundstückseigentum gab und ihre Verwandten dort etwas besessen haben, und auch die örtliche Verwaltung hatte keine Ahnung, dass es hier sozusagen noch einen Erben gegeben hätte, hat auch damit zu tun, dass man auch hier überhaupt nicht kommuniziert hat mit den Menschen. Ja? Also das ist eine die Ausgrenzung der Roma in der Nachkriegszeit war eine sehr eklatante, also auch die soziale Ausgrenzung. Ja? Sehr viele, die weggegangen sind aus dem Burgenland, haben ja ganz bewusst den Namen gewechselt, nur um diesen typisch ungarischen sogenannten Zigeunernamen loszuwerden. Ja, also wenn man Scharkösi heißt, dann können Sie hundertprozentig sein, das sind Roma. Ja. In Ungarn und auch in, es ist zwar ein Landschaftsname, ja,
der sich auf eine bestimmte Landschaft entlang der Donau bezieht, aber de facto ist das ein ganz typischer sogenannter Zigeunername. Scharkösi, Hodo, Schipapai etc. Ich habe jetzt einen Anruf bekommen aus Innsbruck, wo mich eine Spitalsärztin angerufen hat und hat gesagt, ja, sie arbeitet da im Spital und sie hat die Telefonnummer bekommen und sie soll einmal fragen, sie heißt Papai, ob das möglich ist, dass sie von Roma abstammt. Da habe ich gesagt, wenn sie Papai heißen, würde ich sagen, zu 100%. Ja, es gibt, glaube ich, keine Familie, die Papai heißt, die nicht irgendeinen Roma-Hintergrund hat. Ja, und sie gesagt, oh super, ja, das ist super. Ja. Und das, diese Reaktion, muss ich auch dazu sagen, ist ein Zeichen dafür, dass sich doch ziemlich viel verändert hat im Burgenland. Also als wir begonnen haben, das zu recherchieren, dieses Thema noch in den 90er Jahren, dann, da hat man uns aus den Bezirkshauptmannschaften fast hinaus, nicht geohrfeigt, aber fast getreten. Ja? Aber hinauskomplementiert, sehr entschieden. Heute hat sich das auf lokaler Ebene zumindest völlig geändert. Ja? Also wir, sämtliche Gemeinden, die Bezirkspolizei hat uns, schickt uns Fotos, wenn sie wo irgendwas findet. In den Orten, wo wir nachgefragt haben, sagen, Jesus, na ja, aha. Und dann beginnen die zu suchen und ich sage, ja, da gibt es einen Ort im südlichsten Burgenland, Kuckmieren, sage ich, ihr habt keine Ahnung, wo das war. Wir haben ein Foto, ja. Weiß jemand, wo das war? Ne, dann beginnt der Amtmann und die dann telefonieren. Die sagen, ah, jetzt wissen wir das. Ja, genau, das ist dort und dort. Da steht sogar noch eine Ruine. Ja, das ist jetzt zwar zugewachsen, dieser Gemeindegrundstück, und dort war das und es steht sogar noch ein Haus. Ja. Und da ist jetzt das Interesse und also da hat sich schon sehr viel getan. Auch, ja. Aber Wiedergutmachung war über viele Jahre kein Thema und wurde von der österreichischen Verwaltung wirklich verhindert. Ja? Also das österreichische Innenministerium hat geleugnet, dass die Arbeitslager waren. Ja? Der hat geleugnet, dass das größte Lager Lackenbach überhaupt irgendetwas, ja, mit einem Lager zu tun hatte. Da konnte man auf Urlaub gehen und das war eigentlich alles freiwillig. Ja? Also da gibt es ein paar haarsträubende Prozessakten da drinnen, wo man sozusagen behauptet, naja, das war ein achtjähriges Kind und der war ja gar nicht richtig eingesperrt. Ja, er hat schon ein bisschen arbeiten müssen, aber eigentlich eine Entschädigung braucht er jetzt dafür nicht. Also es ist wirklich, wenn Sie das lesen, das sind eigentlich in meinen Augen die wirklich bewegenden Texte, sind, von denen wir Gott sei Dank ganz viele haben und die haben wir da auch hineingepackt. Jetzt sage ich noch was dazu, damit Sie nicht enttäuscht sind, es ist kein wissenschaftliches Werk. Also es gibt keine Fußnoten da drinnen, ja? Weil sonst hätten wir haben jetzt 420 Seiten und dann hätten wir wahrscheinlich 720 gehabt. Ja? Also wenn Sie jede einzelne dieser Behauptung jetzt hier mit einer Fußnote noch belegen müssen, dann haben Sie so einen Apparat dazu. Es ist ein Lesebuch, ja? Hinten gibt es so eine Bibliografie, aber es ist so gesehen kein wissenschaftliches Werk. Also wenn Sie es dann sehr interessiert, Sie finden den Akt dann schon, ja? Weil das ist alles namentlich genannt und wo es her ist, aber es ist nicht wirklich ein wissenschaftliches, es ist ein Lesebuch, ja, für die Interessierten und für die burgenländische Bevölkerung. Danke, und ich würde sagen, Sie haben das Stichwort Lackenbach erwähnt, und weil dem auch ein Kapitel im Buch gewidmet wird, und ich glaube, das interessiert auch doch einige Leute, und ich aus den eigenen Kontexten, in denen ich ab und zu arbeite, das ist eine Geschichte, die gar nicht so bekannt ist. Also könnten Sie vielleicht noch einen kurzen Überblick geben, was Lackenbach eigentlich war? Okay. Ich habe das schon gesagt, dass die burgenländischen Gemeinden ab den 30er Jahren versuchen, ihre verarmte und verelendete Roma-Bevölkerung loszuwerden. Und daher kommt dann dieser Anspruch sofort an die Nationalsozialisten, deportieren. Das geschieht auch, die ersten Leute kommen in die Arbeitslager, aber dieser Schuss geht völlig nach hinten los. Ja? Denn deportiert werden die Arbeitsfähigen aus der Roma-Bevölkerung, junge Männer und Frauen. Und je mehr Männer, junge Männer und Frauen deportiert werden, umso mehr Leute fallen der lokalen Fürsorge ein. Ja? Das habe jetzt nicht ich erfunden, das schreibt der Gauleiter selber und sagt, das funktioniert alles überhaupt nicht. Das ist so ein, wie heißt das, ein Teufelskreis, ja, von steigenden Fürsorgekosten.
Ja, je mehr man deportiert, umso mehr muss man bezahlen, weil umso mehr Unversorgte bleiben zurück. Und dann sagt man im Jahre 1940, okay, alle in ein Lager. Ja. Und dann wird in Lackenbach im Mittelburgenland ein zentrales, großes Lager gegründet. Die Träger sind die Landkreise. Also die Landkreise, sprich Bezirkshauptmannschaften des Burgenlandes, also des nördlichen Burgenlandes und von Niederösterreich, von einigen, und die Stadt Wien, ja, sind die Träger und Gründer. Bewacht wird es von der Wiener Kriminalpolizei. Und das wird zum größten sogenannten Zigeunerlager des Dritten Reiches. Ja. Und von dort werden dann 41 2000 der 5000 Deportierten nach Lodz kommen aus diesem Lager. Die werden also dort zusammengezogen und wenige Tage später, dann so im Anfang November, nach Lodz deportiert. Und auch 1943 werden 2000 Personen aus Lackenbach nach Auschwitz deportiert. Ja, es gibt dann ungefähr 300 Personen, die bis Kriegsende im Lager bleiben. Das eingerichtet war es in einem ehemaligen Meierhof, also einem Gutshof, der zur Esterhazyschen Gutsverwaltung gehörte. Und die Leute mussten Zwangsarbeit leisten. Es sind nachweislich ungefähr 270 Personen dort gestorben und sind auf dem jüdischen Friedhof an der Mauer des jüdischen Friedhofes begraben. Ja, dieser Teil ist jetzt abgetrennt vom ehemaligen jüdischen Friedhof und die wurden von den sowjetischen Truppen wurden sie befreit. Wir wissen nicht so ganz genau, aber wie viele Personen dort gestorben sind, das ist nicht so, gibt kaum oder es gibt keine Lagerliste. 1982 haben Historiker und Journalisten dort in einer Art Nachschau dann einen Haufen von Zetteln noch aus dem Schutt der Gebäude gerettet. Das liegt jetzt alles im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Wir können zurzeit ungefähr 800 bis 840, glaube ich, Personen, die dort waren, ja, aufgrund dieses Zettelmaterials eigentlich rekonstruieren als ehemalige Häftlinge. Ja. Mehr gibt es nicht. Es gab einen Prozess nach 1945 gegen den ehemaligen Lagerleiter. Das war ein Kriminalpolizist aus Wien, der hat, glaube ich, er ist zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden, wie die meisten sogenannten österreichischen Kriegsverbrecher, ist aber nach knapp 1,5 Jahren wieder freigekommen, wie die meisten österreichischen Kriegsverbrecher. Ja, also die meisten Personen, die in Österreich, und das waren ganz viele, nach diesem Gesetz, dem Kriegsverbrechergesetz, verurteilt wurden, und das waren immerhin 13.000, ja, wurden wie in einer Waschmaschine in den Weihnachtsamnestien des Bundespräsidenten auf Antrag der Parlamentsparteien auch wieder begnadigt. Ja. Also ich glaube, es gibt nur zwei Personen, die überhaupt ihre Strafe abgesessen haben. Ja, vielen Dank. Nein, Entschuldigung, ich habe was vergessen, den muss ich unbedingt erwähnen. Es gab im Zusammenhang mit Lackenbach einen Mann, der mindestens 200 Personen gerettet hat. Das war ein lokaler Aristokrat, ein ungarischer Aristokrat, Györg von Rohonczy. Er war vor dem Ersten Weltkrieg in der Bezirksverwaltung tätig, war ein Monarchist und hat das Ungarn nach 1918 völlig abgelehnt. Ja. Weil er eben loyal, also wie heißt das? Legitimist war, danke, ja, Legitimist war. Und er hatte einen Gutshof, den er auch bewirtschaftet hat. Er hat da auch für die Heeresverwaltung, für die deutsche Wehrmacht geliefert. Und der hat ganz viele Roma aus dem Lager heraus als Arbeitskräfte angefordert, hat die auf weit entfernte Gebäude auf seinen Ländereien verteilt, hat ziemlich vielen von ihnen die Flucht über die nahe Staatsgrenze ermöglicht. Also sehr viele konnten während der Arbeit dort nach Ungarn flüchten. Es ist ihm nie etwas passiert, das muss man auch dazu sagen. Also es gab es nie, das muss aufgefallen sein. Es waren also ungefähr 200 Personen. Ja, ein Teil von denen, die hat er beschützt, hat gesagt, nein, die brauche ich, die werden jetzt nicht deportiert, die brauche ich da als Arbeitskräfte, die bleiben hier mit ihren Familien. Und die anderen, ja, die sind halt weggelaufen, konnte ich nicht bewachen. Es ist ihm nie was passiert
Und man sieht dann auch, dass das eine Vorbildwirkung hatte, dass auch andere Gutsbesitzer in der Gegend genau dasselbe begonnen haben zu tun. Ja, also wir wissen zumindest noch von zwei Familien, die das auch getan haben. Ja, also es gab schon auch Hilfeleistung für die Verfolgten, wenn auch wenig, das muss man auch sagen. Vielen Dank für diese Ausführungen auch dazu noch und zum Lager Lackenbach. Ich hätte jetzt noch eine kleine, kurze Nachfrage und dann würde ich nämlich an das Publikum übergeben für Fragen. Und zwar, Sie haben erwähnt, dass Sie 120 Siedlungen rekonstruiert haben. Heißt das dann, also impliziert das dann, dass es mehr gegeben hat vermutlich oder sind das ungefähr die, die sich auf, die man auf diesem Burgenland gab? Also wir haben ziemlich lange recherchiert und hätten gesagt, es ist immer die Frage, was ist eine Siedlung? Ja? Es gab abgelegene eigene Siedlungen außerhalb der Dörfer, ja? Die zum Teil sehr groß waren. Ja? Die größte wahrscheinlich Oberbad oder Stegersbad mit bis zu 300 Personen. Ja? Das ist relativ groß. Ja? Dann gab es andere, die waren, wo in einem bestimmten Ortsteil Roma gewohnt haben. Ja, also am nördlichen oder südlichen Ende, aber Häuser hatten etc. Und wir haben alles dazu genommen, wo wir ab 10 Personen haben wir, wenn wir in den Volkszählungslisten 10 Personen hatten im Jahre 1936, das war für uns sozusagen die Linie, dann haben wir das dazu genommen, ja, und haben versucht dann zu recherchieren, was wir finden. Wenn es weniger war, dann haben wir das einmal hinterangestellt. Jetzt muss ich dazu sagen, es ist uns nicht gelungen, in allen Orten, wo laut Volkszählung 10 Personen gelebt haben, auch wirklich etwas zu finden. Also wir haben 2 Orte mit 12 Personen, wir haben nichts gefunden. Ja, also weder ein Dokument, noch ein Foto, noch irgendwie lokal etwas, eine Gewährsperson. Es ist auch lange her. Ja? Und das sind sehr kleine Orte. Ja? Wir haben dafür bei anderen Orten, die wir gar nicht recherchieren wollten, weil sie eben unter 10 Personen waren, haben wir sehr wohl sehr gutes Material gefunden. Ja, also dann haben wir das aber, weil da sieht man dann, da gibt es 2, 3 Häuser oder 4, ja, dann haben wir das hineingenommen. Ja, also das war ungefähr unsere Richtlinie, wie wir das gemacht haben. Und ich glaube, dass es ist noch ein Ort aufgetaucht, viel zu spät für hier, wo wir noch Fotos bekommen hätten. Den Ort haben wir überhaupt nicht berücksichtigt. War auch klein, aber anscheinend gab es hier auch eine kleine Gruppe von Häusern, mindestens 3, aber das kam einfach zu spät. Vielleicht in der zweiten Auflage. Ja, gut. Aber wie gesagt, das war jetzt aber ein Versuch und nein, es hat nicht wesentlich mehr gegeben. Ja, es hat vielleicht noch 1, 2 gegeben, die uns hier entgangen sind. Und es hat natürlich einzelne Familien in ganz vielen anderen Orten gegeben, wo halt eine Roma-Familie hier oder eine Roma-Familie da war. Ja. Es gab auch viele, würde ich sagen, oder eine erklärliche Zahl von Familien, die seit langer Zeit, weil im 18. Jahrhundert angesiedelt, auch wirtschaftlich arriviert, ja, waren und ziemlich integriert sind, wo man heute kaum noch wirklich weiß, ob das Roma sind. Die Burgenländer sagen dann, das sind eigentlich Zigeuner, aber eigentlich keine Zigeuner mehr. Ja? Also das hört man manchmal so im Ort, ja? Aber das sind völlig, man kann es aufgrund der Familiennamen vermuten, aber das gibt es auch. Ja? Ich glaube, das Interessante ist auch in dem Buch, das sage ich noch dazu, dass etwas, was man nie in Betracht gezogen hat, auch wir Historiker haben lange den Fehler gemacht, dass wir die Roma-Bevölkerung eigentlich in einer Art fast kolonialistischen Blick, ja, so ethnisiert haben. Ja. Und also wir haben zum Beispiel nie darauf geschaut, ob die politisch aktiv waren. Ja. Und aus den Gemeindearchiven finden wir dann ganz, ganz viele Dokumente, dass nicht wenige von denen politisch aktiv waren, gerade als Sozialdemokraten. Ja? Also da gibt es ja ein paar sehr, sehr gute Dokumente und Hinweise, dass die, natürlich, die waren ja auch viele Arbeiter, ja? Dass die da bis hin zur Ungarischen Räterepublik
sind die ersten Anzeichen da, etc., bis hin zum Schutzbund. Also es gibt plötzlich ganz, ganz viele Hinweise darauf. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch wird neu schreiben müssen in der burgenländischen Landesgeschichte. Ja? Nicht so tun, als wären das jetzt sozusagen kaum zivilisierte Wilde, die da auch im Burgenland gelebt haben, sondern das waren einfach Landarbeiter. Im Wesentlichen waren sie Landarbeiter. Ja, ich glaube, dieses Plädoyer gilt nicht nur für die burgenländische Landesgeschichte, sondern auch die österreichische und europäische Geschichte, wenn man sich mit Roma und Romnia und Sinti beschäftigt. Also danke für diesen auch kritischen Blick auf die Geschichtswissenschaften. Ich habe alle meine Fragen, ich habe noch viele, aber ich würde es trotzdem gern an das Publikum übergeben. Und damit endet auch die Aufzeichnung.